Die Rising ist in der 1.0 Version auf Steam erschienen und ich möchte euch einige Tipps und Tricks für dieses Game heute mit auf den Weg geben. Eine der wichtigsten Sachen gleich von Anfang an in deinem Game ist hier die Questline. Ich kann dir empfehlen, folge dieser Questline. Durch die Questline erhältst du häufig Dinge, die du anders nicht bekommen würdest und die dir dann fehlen. Das heißt, hab immer im Auge, was soll ich als nächstes tun? Das führt dich recht gut, gerade auch am Anfang durch das Spiel. Manchmal kann es sein, dass hier etwas steht, wo du sagst, das kann ich noch nicht. Als Beispiel, ich soll hier jetzt mein Schlossherz aufwerten. Wenn ich mein Schlossherz aufwerten soll, dann brauche ich dafür bestimmte Dinge. Ihr seht das jetzt hier, da steht 24 Glas. Jetzt kann man Glas finden, irgendwo in irgendwelchen Kisten oder so. Aber du kannst natürlich auch die Glasherstellung lernen. Das hat eine Zeit gedauert, bis ich das konnte. Ich kann es jetzt. Ich könnte also jetzt mein Schlossherz hier aufwerten. Das wäre jetzt möglich. Aber ich musste erstmal so weit kommen, dass ich Gretel, die Glasbläserin, angreifen konnte und das auch überleben. Die hat mir dann beigebracht, wie man Glas macht. Das heißt, diese Quest hier, werte das Schlossherz auf, die habe ich da schon eine ganze Zeit stehen gehabt. Aber ich war letztlich noch nicht in der Lage, dass ich mit Gretel kämpfen konnte. Insofern ist es für den Fortschritt im Game ganz wichtig, dass du immer guckst, was soll ich hier eigentlich machen? Und gleichzeitig, man sieht es hier, bekomme ich dafür auch natürlich wichtige Dinge, die ich im Game brauche. Und wenn ihr mal merkt, ihr kommt irgendwie nicht weiter, habt ihr vielleicht hier die Questline außer Augen gelassen. Am Anfang startest du hier oder hier und bist im Fabane-Wald. Und es macht absolut Sinn, den ganzen Wald zu erkunden. Und du wirst auch innerhalb der Questline, ich glaube, als dritter oder vierter Schritt aufgefordert, eine Base zu bauen. Du beginnst irgendwo auf einem freien Spot, beginnst du deine Base zu bauen. Im Prinzip ist es wurscht. Du kannst gleich hier vorne zum Beispiel anfangen oder hier irgendwo. Da ist eh ein Vampirportal dann in der Nähe und du baust deine erste Base. Und wenn du dann soweit bist, wenn du zum Beispiel alle Quests hier erledigt hast, alle Bosse bekämpft hast, die hier unten sind oder die meisten zumindest, dann wirst du vermutlich das Bedürfnis haben, jetzt endlich deine echte große Base zu bauen. Du ziehst weiter hier in diese Gebiete rein. Die sind natürlich unterschiedlich schwer. Dein zweites Gebiet sind die Dunlay Farmlands. Hier gibt es wirklich auch viele Spots, wo du bauen kannst. Sehr viele Spieler bauen eben auch hier in diesem Bereich. Du hast aber auch Spots hier zum Beispiel oder da. Du hast in den verschiedenen Gebieten Spots. Die meisten sind allerdings tatsächlich hier in den Dunlay Farmlands oder unten. Naja, jetzt hast du natürlich einen Haufen Kram in deiner Originalbase. Aber was tust du? Du gehst auf Bauen und du hast mittlerweile gelernt, das Schlossverlegungsherz, wenn du der Questline gefolgt bist. Mit diesem Schlossverlegungsherz kannst du deine komplette Base umziehen. Das ist so genial, dieses System. Ich zeige euch das jetzt kurz. Und wir können hier dieses Schlossverlegungsherz setzen. Ich mache mal ein Line-Up hier mit dem Eingang. Und wir können jetzt all die Dinge, die wir in dem Schloss in der alten Base, war ja gar kein Schloss, haben, können wir versetzen. Einmal hier anklicken, mit einem Schlossherzen verbinden, dann wählen wir hier unsere Base aus. Und jetzt haben wir hier die Materialien, die wir da drüben auch schon verwandt hatten. Und wir müssen all diese Materialien hier wieder aufbauen, damit das funktioniert. Also fangen wir einfach mal hier mit den Böden an. Der nimmt jetzt genau die Sachen, die wir vorher hatten, ne? Du kannst natürlich in einer anderen Form bauen, das ist problemlos möglich, aber du musst sozusagen alles verbauen. Fundamente haben wir alle aufgebraucht, jetzt müssen wir hier die Seitenwände aufstellen. Also jetzt kommt es erstmal nicht auf Schönheit an, sondern im Grunde genommen kommt es darauf an, alles aufzubauen, was du vorher auch hattest. Sonst macht er das nicht fertig. Produktion. Das heißt, wir bauen jetzt auch all die Dinge auf, die wir auch drüben haben. Inklusive der Inhalte. Auch alle Lagerkisten kommen mit rüber. Wo die ganzen Materialien drin sind, ja.
und unserem Forschungstisch. Das müsste eigentlich alles sein. Falls du irgendwas schon aufgebaut hast, sagt es dir eh hier mit dem Roten keine weiteren Konstruktionen verfügbar. Die Kiste habe ich vergessen aufzustellen. Ja. Okay. So. In der Kiste sind jetzt alle Sachen drin, die er nicht weiter zuordnen konnte. Und jetzt können wir das bestätigen. Und zwei Sachen bleiben immer über. Das war letztes Mal auch so. Warum auch immer. Und er hat auch wieder Blut. Und mein Nebelding läuft auch. So kann man also das Ganze verlegen, das ganze Schloss. Das hat jetzt erstmal mit Schönheit nichts zu tun gehabt, sondern einfach damit, alle Sachen hierher zu holen. Was Ressourcen angeht, meine Empfehlung, nimm alles mit, wenn möglich. Das ist so wichtig in diesem Spiel. Am Anfang findest du Sachen, wo du denkst, was soll ich damit? Aber im Endeffekt ist es so, du wirst es irgendwann brauchen. Und wenn du es nicht mitgenommen hast, ärgerst du dich irgendwann. In den Camps, Minen und Dörfern findest du überall Kisten, die du zerstören kannst und wo wichtige Ressourcen zu finden sind. Wenn dir unterwegs so eine Kutsche begegnet, die sind meist recht gut bewacht, dann greif diese Kutsche an. Denn in dieser Kutsche findest du oft spezielle Sachen. Neue Bücher, die du lernen kannst. Du findest relativ viele Materialien da auch drin. Und diese Kutschen sind es immer wert, sich auf diesen Kampf auch einzulassen. Dann gibt es die Händler. Also es gibt im Fabainwald auf jeden Fall zwei Händler, die sind auch relativ nahe bei Vampirtoren. Bei diesen Händlern kannst du fehlende Teile kaufen, Dinge, die du noch nicht gelernt hast. Und das Angebot dieser Händler wechselt sich alle, glaube ich, 45 Minuten oder so wird das gewechselt. Das heißt, geh ruhig mehrmals vorbei und guck, ob Dinge, die du noch benötigst, gerade angeboten werden. Gerade bei Rüstungen zum Beispiel ist es oft nicht so leicht, alle Teile zusammenzubekommen. Oder ganz wichtig sind auch die Fußböden, die du kaufen kannst. Was ganz wichtig ist für das Ressourcensammeln. Auf der Map siehst du immer in diesen verschiedenen Bereichen, welche Materialien du da insbesondere erwarten kannst. Das heißt nicht, dass nur diese Materialien da sind, sondern du wirst dort auch andere Materialien finden oder Pferde in dem Fall hier zum Beispiel. Aber die Chance eben, dass du diese Dinge dort findest, sind wesentlich höher. Und wenn du jetzt etwas Bestimmtes benötigst, dann kannst du genau in dieses Gebiet gehen, um diese Dinge zu farmen. Oder du schickst einen deiner Diener hin, um in diesem Gebiet zu farmen. Und dabei besonders zu erwähnen sind, dass du zum Beispiel große Mengen an Kupfer brauchst, später dann an Eisen oder an Baumwolle. Jetzt hast du hier zum Beispiel eine Kupfermine. Das heißt, du musst sowieso irgendwann in diese Kupfermine, um den Boss dort zu töten. Aber wenn du dort reingehst, dann kannst du eine Unmenge an Kupfer ernten, wenn du diese Mine gemacht hast. Oder wenn du Grabstaub brauchst, dann geh auf einen dieser Friedhöfe und ernte dort den Grabstaub und die Trauerlilien. Oder mir sind zum Beispiel tatsächlich mal in meinem ersten Playthrough hier Knochen ausgegangen. Aus irgendeinem Grund hatte ich plötzlich keine Knochen mehr. Dann habe ich halt einen Friedhof aufgeräumt und hatte ausreichend Knochen. Dann haben wir hier zum Beispiel eine Schwefelmine, wenn du Schwefel benötigst. Und hier die große heimgesuchte Eisenmine. Da kriegst du eine Unmenge an Eisenerz raus, wenn du da einmal durchgehst. Das reicht dir erstmal wirklich eine ganze Zeit. Und hier überall gibt es Baumwollfarmen. Geh da hin und ernte die Baumwolle. Einmal hier so um diese Mine rum, einmal die Baumwollfarmen abernten und du hast erstmal reichlich Baumwolle. Nutze die Vampirtore, um schnell von A nach B zu kommen. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe das bei mir so eingeteilt, dass ich ein Vampirtor auch benutzen kann, wenn ich bereits Materialien im Rucksack habe. Ansonsten kannst du auf jeden Fall immer von deiner Base dahin beamen, dann, weiß ich nicht, hier zum Beispiel ernten und dann zurücklaufen. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass hier in meinem Schloss unterschiedliche Böden sind. Ja, hier haben wir so Steinfliesen, hier haben wir ein Parkett, da haben wir einfaches Holz und hier haben wir so eine Art Metallboden. Das Spiel bietet dir verschiedenste Böden an.
Zum Beispiel den Schmiedebodenbelag, in dem wir jetzt gerade sind, oder den Alchemiebodenbelag, den Gefängnisbodenbelag, den Bibliotheksbelag. Und da gibt es dann auch immer verschiedene Variationen von Designs, für die du dich dann entscheiden kannst. Und wenn du es irgendwo übrigens schön grün haben willst, dann mach einfach den Grasboden da rein. Und auf dem Grasboden kannst du auch Dinge anbauen übrigens. So, auf jeden Fall hast du diese verschiedenen Bodenbelege und die bewirken Folgendes. Wenn ich jetzt hier meinen Schmelzofen öffne, dann sehe ich hier, das bedeutet, dieses Symbol, dass der in einem geschlossenen Raum steht und dadurch schneller produziert. Dieses Symbol heißt, hier habe ich den Schmiedebodenbelag verlegt und der Schmelzofen möchte auf einem Schmiedebodenbelag am liebsten stehen und produziert dann für ein Viertel weniger Kosten. Das gleiche gilt natürlich für die Schmiede, ja, die produziert dann auch für ein Viertel weniger Kosten und produziert schneller. Und jetzt werdet ihr sagen, naja, aber das ist ja offen hier. Hier ist ja gar nichts. Das stimmt so nicht ganz, denn wir haben hier eingebaut eine Tür, ein Schlosseingang. Diese Schlosseingangstür, die könnt ihr komplett rundherum bauen und die bewirkt, dass der Boden oder dass der Raum dann geschlossen ist. Das heißt, jede dieser speziellen Werkbänke für den Schmiederaum benötigt einen geschlossenen Raum mit Türen oder Fenstern oder Wänden und benötigt idealerweise diesen Boden. Ich habe auch noch nicht alle Böden, also aus irgendeinem Grund habe ich auch schon ein paar Mal versucht zu kaufen, habe ich hier noch keinen speziellen Boden und wenn ich den nicht habe, dann fehlt mir eben hier dieser Buff, sodass ich kostengünstiger produzieren kann. Das heißt, du wirst so ein bisschen gezwungen, ganz anders zu bauen. Also ich bin jemand, der stellt immer am liebsten alle seine Werkbänke und so in einen großen Raum. Ne? Alles recht übersichtlich und einfach. Und hier kriegst du schon eine Struktur für dein Schloss sozusagen vorgegeben. Hier sind wir in meinem zentralen Lager, wenn ihr so wollt. Das ist eigentlich die Eingangshalle, aber es ist halt relativ mittig. Das ist ziemlich genial. Du startest los mit diesen einfachen Truhen hier. Die, ja, da entscheidest du selber, was wo reinkommt, ja. Und ich kann jetzt tatsächlich hier unten mit einem Klick diese Sachen einfach da reinschieben, zack. Und wenn etwas Ähnliches schon da drin war, wie zum Beispiel das hier jetzt, ja, wenn ich das jetzt hier habe, dann, und er sieht halt, hier ist schon sowas drin, dann schiebt er mir das da einfach rein. Und dann gibt es die Spezialtruhen. Die erste, die du bekommst, ist, glaube ich, die Materialtruhe und die Edelsteintruhe. Und da kann ich jetzt einfach all das, was in meinem Inventar hier ist, mit einem Klick reinschieben. Und das ist super genial, ja. Ich muss da nicht gucken, ich muss nicht nachdenken. Ich klicke einfach an und er schiebt mir das hier rein. In diesem Speziallager ist gerade nichts. Und zack, sind die Sachen da drin. Und dann haben wir hier noch die Truhe für die Edelsteine. Und das ist eine wirklich geniale Lösung. Und meine Empfehlung an der Stelle wäre, weil ihr doch immer diese verschiedenen Räume habt und ihr aus unterschiedlichen Truhen auch Dinge braucht für die Herstellung, dass ihr einen zentralen Raum habt. Irgendwo kann auch ein extra Raum sein, wo ihr euer Lager einrichtet. Wenn ich jetzt hier eine dieser Werkbänke habe, egal ob es jetzt hier mein Sägewerk ist oder meine Holzwerkbank oder zum Beispiel hier das Mahlwerk, und hier seht ihr jetzt, hier ist auch dieser grüne Rahmen erschienen. Also wenn ich jetzt frische Steine habe oder frisches Holz oder was auch immer, weiß das System, okay, das kann hier verarbeitet werden und ich kann das jetzt auch hier mit einem Klick einfach rübersenden. Ihr fragt euch am Anfang vielleicht, warum ihr all diese Pflanzen ernten könnt und warum ihr Samen bekommt. Ich kann euch empfehlen, ihr bekommt gleich ganz, ganz, ganz früh schon die Anbauflächen, die ersten, diese hier. Diese drei bekommt ihr am Anfang schon. Diese bekommt ihr dann später im Game. Und fangt von Anfang an, die Samen, die ihr habt, anzubauen und auch zu ernten. Weil ihr werdet all diese Samen brauchen. Erntet das regelmäßig ab. Idealerweise mit einem Schwert, das euch mehr Material rausgibt. Ich glaube, das Schwert ist das, ne? Ja. Also diese Waffen haben unterschiedlichen physischen Schaden, zum Beispiel an Mineralien,
die Keule, der hier an Holz oder der hier eben an Vegetation. Ihr braucht diese Pflanzen alle. Und ich habe mich zum Beispiel sehr, sehr lange gefragt, warum ich eigentlich immer Pollen finde. Pollen sind so, so wichtig später für die Herstellung von Faden, dass du gar nicht genug Pollen haben kannst. Übrigens kannst du auch Bäume anpflanzen. Dafür hast du diese großen, die ganz großen Pflanzenspots. Die kannst du also anpflanzen und auch abernten. Wenn du eine Waffe hast, dann startet diese Waffe normalerweise mit einer Fähigkeit. Und jede dieser Waffen hat andere Fähigkeiten. Hier habe ich zum Beispiel diesen Wirbelwind. Das ist aber schon die zweite Funktion. Die lernst du im Laufe des Spiels. Und irgendwann kommt noch eine dritte Funktion für jede Waffe hinzu. Das gleiche gilt hier für den Speer. Ja, da habe ich eben zum Beispiel auf Q dann diesen Angriff und dann auf E diesen Stoßangriff. Und was man hier jetzt ganz gut sieht, die haben Abklingzeiten. Und zwar, der zweite ist relativ schnell wieder verfügbar, der dritte braucht schon mehr Zeit. Und unter T findest du dann weitere Funktionen. Wir haben jetzt hier diese Spinne und diese Grünen sind am Anfang echt super, super hilfreich, weil die eure Gegner ablenken im Kampf. Aber der hat eine Abklingzeit von 120 Sekunden. Das ist lang. Das heißt, du musst dir im Kampf ganz genau überlegen, wann du welchen dieser Moves hier einsetzt. Wann du welchen Move mit deinem Speer zum Beispiel oder mit deinem Eisenkolben machst. Oder wann du einen dieser Zauber hier benutzt. Ja, also der hat die meiste die längste Zeit. Dieser hier ist relativ schnell wieder verfügbar. 9 Sekunden. Das kann aber im Kampf eine lange Zeit sein. Und der hat auch 9 Sekunden. Das gleiche haben wir eben auch hier. Und ihr seht das jetzt. Manchmal bewege ich mich auch, wenn ich so einen Move hier ausführe. Das ist sehr unterschiedlich. Oder eben normal schlagen. Und auch hier haben wir diese Abklingzeiten. Die sind zwar kürzer, aber nichtsdestotrotz beeinflusst das euch im Kampf sehr, sehr, sehr stark. Also ihr müsst da wirklich taktisch vorgehen. Ich mache das selber auch noch viel zu wenig, dass ich taktisch vorgehe. Gucken wir noch mal in die Liste der Magieschulen rein. Wir haben hier 6 verschiedene Magieschulen. Das ist das erste. Diese beiden sind, glaube ich, die ersten, die ihr könnt. Und nach kommen dann weitere hinzu. Man sieht das jetzt hier, die werden verstärkt durch diese Kristalle, die ihr finden könnt. Und es gibt diese Kristalle in klein und es gibt sie in groß und es gibt sie auch in noch größer. Im Laufe des Spiels lernt ihr dann diese ganzen verschiedenen Zauber kennen. Unten diese Zauber, das sind die, wie jetzt hier mit der Spinne, die dann hier reingesetzt werden können. Und nochmal als Spezialfunktion zur Verfügung stehen. Das war hier die Blutmagie, dann haben wir die Chaosmagie. Das ist etwas, was ich auch immer ganz gerne benutze. Der unterste in jedem dieser Kreise, hier, dieser hier, ist meistens eher so ein etwas passiverer. Das heißt, das ist einer, der dir in der Regel immer Schutz gibt und den du im Kampf einsetzen kannst, um gleichzeitig dich selber oder auch deine Kollegen, Verbündeten zu schützen, aber auch trotzdem einen Schaden zu verursachen. Es ist eigentlich immer das gleiche Prinzip und später kommen dann noch diese speziellen Zauber auch hinzu. Dann haben wir hier die unheilige Magie. Ich finde, dass gerade am Anfang das erste, was man so lernen kann, sind, glaube ich, hier einer dieser beiden hier. Dass das wahnsinnig hilfreich ist, weil da erscheinen dann so Phantome von Skeletten zum Beispiel, die mithelfen zu verteidigen und deine Gegner versuchen dann aber nicht mehr dich anzugreifen, sondern eben dieses Phantom anzugreifen. Das ist wahnsinnig hilfreich und die machen natürlich auch Schaden. Also die Spinne ist eigentlich im Moment nach wie vor einer meiner Lieblingszauber. Dann haben wir hier die Illusionsmagie,
auch sehr schön. Da schickst du dann irgendwie eine Illusion los und der Gegner wird dann natürlich auch dadurch Schaden bekommen. Dann haben wir die Frostmagie. Da kannst du, wenn du Frostmagie kannst, kannst du Dinge einfrieren, also deine Gegner einfrieren für eine gewisse Zeit. Und das verursacht zusätzlich auch Schaden. Einerseits verursache ich eben Schaden, andererseits wird der eingefroren und ich kann dann zum Beispiel mit einer Nahkampfwaffe nachsetzen. Und das letzte dann die Sturmmagie mit Blitz und Donner. Einen Zyklon zum Beispiel erzeugen oder einen Kugelblitz zu erzeugen. Wie gesagt, das sind diese hier, die ich mit dem Buchstaben T auf meinem Keyboard wirke und die eben 120 Sekunden Abklingzeit haben. Also das muss man sich wirklich gut überlegen, welche Kombination nutzt du hier, aber auch welche Kombination ist für welchen Gegner überhaupt geeignet. Ja, wenn du in das Spiel reingehst, dann musst du erstmal entscheiden, willst du alleine spielen oder willst du PvE oder PvP spielen oder willst du deinen eigenen Server hosten. V Rising ist ein Spiel, was eigentlich idealerweise mit mehreren Personen gespielt werden sollte und ist auch entsprechend dafür ausgelegt. Zum Beispiel was das Sammeln von Ressourcen oder Crafting und ähnliches angeht. Oder eben aber auch die Kämpfe. Solo macht es aber genauso Spaß. Du hast hier in dieser Liste die Möglichkeit, dir genau den Server auszusuchen, der deinen Bedürfnissen am meisten entspricht, um dann dein Spiel spielen zu können. Im privaten Spiel entscheidest du erstmal, willst du entspannt, normal oder brutal spielen. Und auf den erweiterten Einstellungen kannst du verschiedenste Sachen auf deine Bedürfnisse einstellen. Und was ich euch hier empfehlen kann, ist... Also was ich bei mir eingestellt habe, ich kann einen Teleporter benutzen, auch wenn ich Material im Rucksack habe. Wenn ich diesen Schalter hier rausnehme, dann kann ich eben Teleporter auch benutzen, wenn ich Materialien geerntet habe und nicht nur, wenn ich sozusagen nichts dabei habe. Das gleiche kannst du auch mit einer Fledermaus machen, dass du eine Fledermaus nutzen kannst, wenn du Material dabei hast. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich geändert habe. Dann kannst du hier die ganzen Mengenangaben einstellen, wie viel Material erntest du, wie viel Material ernten deine Diener, dann wie stark bist du oder wie stark ist deine Zauberkraft. Hier zum Beispiel Inventarstapel habe ich bei mir auch hochgestellt, dass da einfach mehr Sachen in die einzelnen Kisten reingehen. Dann kannst du hier sagen, PvP aktivieren oder deaktivieren. Wobei, im Solo ist das eigentlich wurscht. Dann haben wir hier das Schloss. Was ich hier wichtig finde, ist, wenn du groß bauen willst, dann kannst du hier ändern, wie die Größe deines Schlossherzens. Also ihr habt ganz, ganz viele Varianten, was ihr hier alles anpassen könnt für euch. Was ich euch noch zeigen wollte, ist in den Optionen. Das kann ein kleines Problem sein, dass der Cursor aus dem Fenster rausrutscht im Game. Bei mir ist es jetzt so, ich habe zwei Monitore und manchmal, warum auch immer, muss ich dann hier reingehen und das Ganze mal ein- und ausschalten, damit mein Cursor wieder auf dem Fenster beschränkt ist. Sonst ist der plötzlich mitten im Kampf irgendwo auf dem anderen Bildschirm und du wunderst dich, was da passiert. Also das ist ein bekanntes Problem, das sie gefixt haben über diesen Schalter, aber bei mir passiert es trotzdem manchmal, dass das einfach sich deaktiviert. Ich hoffe, diese Tipps erleichtern euch den Einstieg in V Rising und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann, ciao!